Ihre Hochschule entlässt Sie symbolisch heute in die Welt, in eine Welt, die ganz anders ist als noch vor 5 Jahren. Anders als die Welt, die Sie war, auch als Sie die Studien begonnen haben. Zum Teil leider, muss man sagen. Corona hat uns da unsere Verwundbarkeit aufgezeigt in den letzten 2,5 Jahren. Und nicht zuletzt hat Corona auch gezeigt, wie wir hier als Menschen auch von sozialen Bindungen und Interaktionen abhängig sind. Was immer stärker ins allgemeine Bewusstsein tritt, ist das Klimaproblem, oft als Klimakrise bezeichnet. Es ist aber leider gar keine Krise, die dann auch einfach mal wieder vorbei ist. Das Klima ist ja mittlerweile schon so fundamental geändert, dass man es eben nicht einfach wieder zurückdrehen kann. Und wir müssen Lösungen finden, das zu retten, was zu retten ist, und damit zu leben, ohne dass unsere Welt wirtschaftlich und folglich auch sozial aus den Fugen gerät. Tja, und jetzt kommt zu Ihrer persönlichen Zeitenwende vom Leistungsempfänger zum Leistungsträger, vom Passiven zum Aktiven, auch noch die weltpolitische Zeitenwende dazu, 30 Jahre nach The End of History, in dem Philosophen einen Happy Ever After prophezeiten und das Internet versprach, die Wahrheit grenzenlos zu machen, sehen wir uns in dunkle Zeiten zurückversetzt mit einem Krieg in Europa und dem Recht des Stärkeren. Ja, Sie tragen jetzt die Mitverantwortung dafür, die tragen wir eigentlich schon eine ganze Weile, ja, dass wir für all diese Fragen die richtigen Antworten finden. Da sind Ihre Ideen und Ihre Umsetzungskraft gefragt, Ihr Engagement und Ihr Verantwortungsbewusstsein. Ich hoffe, auch das haben wir natürlich nicht nur Ihre Hochschule, sondern vor allem auch Ihre Eltern Ihnen mitgeben können. Seien Sie Teil der Lösung. Und damit ist der Ansprache-Teil auch vorbei und wir kommen jetzt endlich zu dem, weswegen Sie wahrscheinlich hierher gekommen sind, nämlich, dass Sie endlich Ihre Zeugnisse bekommen können. Es gibt jetzt natürlich die persönliche Gratulation durch die Studiengangkoordinatoren, Studiendekanin, je nachdem, ist ein Internum. Auf jeden Fall die persönliche Gratulation. Zeugnis gibt es nur gegen Unterschrift. Ist aber
aber ich nehme auch an, dass sie im 10. Semester wissen. Ja, Häppchen müsste es glaube ich auch noch geben, sehe ich jetzt noch nicht, aber die kommen schon bald. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen alle fürs Kommen und wünsche unseren Absolventinnen und Absolventen alles Gute für die Zukunft.